Mein Name ist Billy Lurk, auch wenn sich nicht mehr viele an ihn erinnern. Ich war jahrelang versteckt, als Kapitänin der Dreadful Whale. Als Schmugglerin, Hehlerin, vielleicht Verräterin, je nachdem, wen man fragt. Namen werden überschattet von dem, was die Leute danach flüstern. Wenn man sich lange genug vor der Welt versteckt, wird man irgendwann vergessen und lebt allein mit seinen Entscheidungen. Aber ich vergesse nie, wer mich aus der Gosse gerettet hat. Daud, das Messer von Dunwall. Ein Name auf den Lippen Verzweifelter und Sterbender. Mörder einer Kaiserin und Retter einer anderen. Die Flamme der Schande lodert lange. Ich verriet Daud und er verschonte mich. Ich ließ Dunwall und meinen Namen zurück, voller Zweifel, ob ich seine Vergebung wert war. Jahrelang lachte ich über mich selbst. Wollte ich die Vergebung eines Mörders? Gnade kann tiefer schneiden als jedes Messer. Aber Vergebung ist etwas, das man um seinetwillen tut. Und für jene, die einen verletzt haben. Ich weiß, dass Daud in Karnaca ist und ich muss ihn finden. Jede Nacht wochenlang der gleiche schreckliche Traum. Ein Straßenkampf, mein Arm leblos in der Gosse. Mein Auge vom Schwert eines Gardisten ausgestochen. Und wenn ich aufwache, schmerzt es noch für Stunden. Es ist grauenhaft. Das hat mir immer Trost gespendet. Du hast es für mich gestohlen, Deirdre. Jetzt ist es meine einzige Erinnerung an dich. Noch so ein Relikt aus alten Tagen, aber immerhin noch scharf. Dieser Boxclub in den Albaka-Bädern ist meine letzte Spur. Daud muss dort sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, naja, nicht komplett neuen Projekt, aber einem leicht neuen Projekt, nämlich Dishonored 2, der Tod des Outsiders. Wir sind jetzt, nachdem wir mit Emily alles, ja, mehr oder minder wieder in Ordnung gebracht haben, in der Haut von Megan Foster oder Billy Lurk auf der Suche nach unserem alten Mentor Daud. Und wie wir schon sehen, wir haben Arm und Auge, was ja dadurch gekommen ist, dass Emily die Zeit ein bisschen manipuliert hat in Stiltons Anwesen, aber, was ich interessant finde, die gute Billy scheint einen Traum aus der, naja, beziehungsweise einen Traum der anderen Zeitlinie zu haben, in welchem sie, ja, Arm und Auge verloren hat. Schauen wir mal, ob das noch irgendwie, ja, wie das vielleicht noch weitergeführt wird. So, hier haben wir diese Gitarre von dem Serkona, der einst auf Megans Schiff war, falls wir uns erinnern. Der einsame Rattenjunge und andere Geschichten. Es war das Jahr, als die Seuche ihre blutigen Zähne in Dunwall verbiss und alle Gnade herausriss. Das Jahr, als jene am meisten litten, die im Schatten der großartigen Gebäude unserer Stadt lebten. Unter ihnen war ein einsamer Junge, der außer einer kleinen weißen Ratte keine Familie kannte. Mit ihr teilte er alle halb verfaulten Essensreste, die er finden konnte. Er hatte keinen Namen, nur die bösen Flüche, die ihm die Schläger und Gassenjungen nachschrien. Sie quälten ihn tagtäglich, mit erhobenen Fäusten und ihren Messern aus seiner Haut. Oh, wie sie grinsten und all ihre geschwärzten Zähne fletschten. Der Junge hielt seinen kleinen Freund dicht an seine Brust gedrückt und kauerte sich mit ihm zerschrammt und gebeult in eine dunkle Gasse, um wieder zu Atem zu kommen. Bald fand ihn die Stadtwache. »Verschwinde«, rief der Wachmann. Der Junge wusste nicht, wohin er gehen sollte. Er flehte den Mann an, der ihm jedoch als Antwort mit dem Schlagstock übers Gesicht fuhr. »Verschwinde«, wiederholte er finster. Der Junge drehte sich um, um zu fliehen. »Bald wird er flennen«, hörte er den Wachmann, gefolgt von einem Spucken. Das Herz des Jungen stockte vor Angst. Die Ratte sah ihn aus traurigen roten Augen an. »Niemand wird uns helfen«, sprach der Junge zu seinem einzigen Freund. Eieiei, was eine Geschichte. Okay, wir können uns erstmal unser Reiseprotokoll angucken. Vergeben, ein letzter Kampf. Ich hätte Emily nicht übel genommen, wenn sie mich an Ort und Stelle umgebracht hätte. Wenn eine Kaiserin gestürzt wird, versinkt alles ins Chaos. Viele Menschen wurden verletzt. Aber es war schlimmer als das, nicht wahr? Ich habe geholfen, ihre Mutter zu töten. Ich wurde schon zweimal verschont, aber zumindest konnte ich es wieder gut machen. Ist es das, was Daud fühlt? Noch immer fühlt?
Meine Träume werden schlimmer, stärker. Manchmal starre ich auf meinen rechten Arm, als sollte er nicht da sein, und mein Kopf schmerzt, als wäre ich blind vor Blut. Ich schreibe jetzt alles auf, um nicht durchzudrehen. Noch 2 Wochen, dann bin ich wieder in Karnaca. Die längsten 2 Wochen meines Lebens. Wenn ich es überhaupt schaffe, der Motor klappert erbärmlich. Wieder mein altes Ich. Es fühlte sich gut an, den Namen zu sagen, noch besser, ihn zu hören. Und nun ist er an jeder Ecke von Karnaca zu sehen. Gesucht, Billy Lurk. Ich habe Nachrichten an meine Kontakte in der Stadt geschickt, bin Sichtungen und Gerüchten nachgegangen, aber nichts bisher. Ich habe sogar den Ratten zugehört, manchmal wissen sie Dinge, die sonst keiner weiß, und ihre Stimmen erinnern mich so sehr an Deidre. Ich habe den Steckbrief des alten Mannes in einem Koffer gefunden, jetzt suche ich genauso nach Dowd wie ganz Dunwall vor Jahren. Hoffentlich habe ich mehr Glück. Auf gut Glück, eine letzte Spur, ausgerechnet ein unterirdischer Boxclub. Dowd könnte dort kämpfen, vielleicht wieder eine Sackgasse, aber ich muss es wissen. Ich habe versucht, den Maschinenraum leer zu pumpen, aber es bringt nichts. Mein Schiff ist hinüber, Megan Foster wäre wütend gewesen, aber nicht ich. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Ja, was es mit den Ratten übrigens auf sich hat, Achso, das können wir noch nicht benutzen, glaube ich. Dafür ist dieses Herz. Mit dem Herz können wir tatsächlich jetzt nicht, ja, wir haben ja nicht irgendeine Mutter im Herzen, sondern, oder Delilah, sondern wir können mit dem Herzen den Ratten zuhören, tatsächlich. Hättest du so ausgesehen, süße Deirdre? Ich schätze, ohne Dowd wäre ich wohl kurz nach dir gestorben. Ich weiß nicht, also Deirdre wird es wahrscheinlich ausgesprochen, weiß aber nicht, ob das die richtige... richtige Aussprache ist. Kaiserin Emily Caldwin will zerbrochenes Kaiserreich heilen. Endlich haben die Renovierungsarbeiten im Tower-Bezirk begonnen, nachdem die letzten Begräbnisriten für Oberaufseher Yul Coolin und die Glaubensbrüder abgeschlossen wurden, die bei dem Versuch gestorben waren, den Dunwall Tower von der inzwischen abgesetzten Thronräuberin Delilah Copperspoon zurückzuerobern. Der Jedermannsorden hatte die Überreste der Gefallenen in den letzten Monaten geweiht und bestattet und gleichzeitig gefährliche und ketzerische Objekte aus dem Kaiserpalast entfernt. Mit Vertretern der Inseln an ihrer Seite gab Kaiserin Emily Caldwin gestern Morgen eine Erklärung ab und rief zur Einheit auf nach dieser großen Tragödie. Die Stärke des Kaiserreichs ist seine Vielfalt der Gedanken und des Handels. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam schaffen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit den unabhängigen Nationen Morley, Serkonos und Tyvia zum Wohl des Friedens und Wohlstands aller zu bekräftigen. Im Anschluss an dieses Ereignis wurden mehrere kaiserliche Proklamationen bekannt gegeben, die das erklärte Ziel haben, die Handelsbeziehungen und die Kommunikation zwischen den Inseln wiederherzustellen. Mehrere große öffentliche Baumaßnahmen wurden angekündigt und Architekten aus Serkonos und Morley bewerben sich bereits für diese Aufträge. Ihre kaiserliche Majestät ist also wieder auf dem Thron. Wenn sie wüsste, was ich hier tue, würde sie mich wegen Verrats anklagen. Vielleicht. Sokolov eröffnet Studio in Tyvia, so. Der berühmte Naturphilosoph und Maler Anton Sokolov kehrte diese Woche nach Tyvia zurück, nachdem er viele Jahre seinen Ruhestand in Karnaca verbracht hatte. Sokolov, dessen Erfindungen und technologischen Wunder auf allen Inseln bekannt sind, wurde mit Fanfaren und in voller Rüstung empfangen, wie es sich einem Nationalhelden gegenüber geziemt. Eine Parade zu seinen Ehren mündete in ein Fest auf dem Mastrov Square in Dabokwa. Okay, manchmal sind die Namen echt schwer. Dabokwa, wo Sokolov eine kurze Rede hielt und die Eröffnung seines Studios verkündete. Auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen antwortete der Erfinder: Ich habe bereits so viel geleistet, dass es für mehrere Leben reicht. Der Erfinder zeigte sich sichtlich überwältigt vom Höllenspektakel der Parade und verließ frühzeitig die Feierlichkeiten. Er gab keinerlei Hinweise darauf, ob sein Studio Lehrlinge annimmt oder nicht. Gut, dass der alte Mann es nach Norden geschafft hat. Welch Glück, ihn kennengelernt zu haben. Wer sich wohl jetzt mit ihm rumschlagen darf. Okay, hier haben wir eine Karte von Karnaca. So, und hier haben wir noch Aufträge, denn wie Dowd damals, muss ja auch Billy irgendwie über Wasser bleiben, ne, mit Geld. Und dafür erledigt sie Aufträge, zum Beispiel Industriespionage. Achso, wir haben jetzt beide. Erst der weiße Hund soll brennen. Eine Hexe der Augenlosen hat meinen Milky gestohlen. Er ist wahlknochenweiß und sehr krank. Es bricht mir mein Herz, aber wenn Sie Milky finden, erlösen Sie ihn bitte von seinem Leid und verbrennen Sie seine Überreste. Retten Sie ihn und beschützen Sie Karnaca vor einer weiteren Seuche. Okay, das klingt sinnvoll. Und Industriespionage gibt jeweils 450 Münzen.
Diese Verbrecher in den Albaka-Bädern stellen oben Tränke und Knochenartefakte her. Ihr widerlicher Schnaps geht für gutes Geld weg und wir verlieren Tag für Tag mehr Kunden an sie. Bringen sie uns das Rezept für den Rattenschnaps und vernichten sie ihre Vorräte, wenn sie schon mal dabei sind. Okay, das ist eher etwas, naja, müssen wir gucken, wie das funktioniert, aber da schauen wir mal. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts Neues, ja. Raub, Spionage, Taschendiebstahl. Daud hat mich so einiges gelehrt. Damit komme ich erstmal über die Runden. Ja, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Das Schiff sieht inzwischen nicht mehr ganz so gut aus, muss man fairerweise sagen. Im Gegenteil. Hier geht langsam alles den Bach runter. Maulbeermet. Ah, da haben wir ein Bild von, ja, von Billy und dem guten Stilton. Ansonsten noch irgendwas hier? Nö. Scheint ansonsten hier, ja, das Boot ist ein bisschen kleiner jetzt. Ah, da haben wir die Karte von Karnaka wieder. Die Albaka-Bäder. Ich suche nun schon seit Monaten. Ich weiß, du bist hier, Daud. Irgendwo. Und da haben wir auch den Steckbrief von Daud. Jeder in Dunwall hatte Angst vor ihm. Außer ich. Okay. Was ist das für eine Werbung? Ach so, das ist dieser Boxclub. Dieser Club wird von der Bande der Augenlosen geführt. Beherrschen angeblich schwarze Magie. Wenn das stimmt, hat Daud vielleicht was damit zu tun. Augenlose ist ja auch ein Name, ey. Augenlose bleiben Schandfleck für unsere Stadt. Letzte Nacht führte die Garde zwei Razzien durch, die einige Festnahmen zur Folge hatten, während die Untersuchung der Aktivitäten einer Bande, die als die Augenlosen bekannt ist, fortgesetzt werden. Beide Razzien erfolgten in heruntergekommenen Lagerhäusern im Campo Seta, Hafenviertel. An beiden Orten wurden mehrere Ladungen Walknochen gefunden, sowie unzählige geschnitzte Talismane, die auf Segelschiffen weit verbreitet sind. Dieser Schmuck, der mit seltsamen Insignien versehen war, wurde zusammen mit unidentifizierten Pulvern, giftigen Pflanzen und Fläschchen mit unbekannten Flüssigkeiten konfisziert. Obwohl diese Objekte die Gerüchte um schwarze Magie, die von den Augenlosen praktiziert werden soll, weiter anfachen, hatte die Garde keine Aufseher zur Unterstützung gerufen. Der reisende Vizeaufseher Cardossa des Jedermannsordens wies auf Nachfrage auf die spirituellen Gefahren von geschnitzten Knochenartefakten hin und sagte, dass diese nach dem Auffinden sofort zum nächsten Außenposten der Aufseher gebracht werden müssen, um dort geprüft und vernichtet zu werden. Er äußerte sich nicht weiter zur laufenden Untersuchung der Garde. Oho, die stellen also Knochenartefakte und Runen her. Notizen über die Albaka-Bäder. Hab die alte Magd wieder gesehen und bei ihren alten Walknochen und etwas Haar. Nicht meins gegen Informationen eingetauscht. Sie erschafft jetzt Artefakte für die Augenlosen. Gute Kunden, zahlen regelmäßig. Bin gegangen, bevor die Alte versuchen konnte, mich zu bestehlen. Einige Hexen aus dem kaiserlichen Konservatorium haben sich den Augenlosen angeschlossen. Jetzt sind sie ja machtlos. Zumindest keiner aus der Zeit von Brickmore würde mich erkennen. Es gibt keinen Grund, warum sie... Achso, das ist, glaube ich, von Megan geschrieben. Es gibt keinen Grund, warum sie zweimal hinschauen sollten, wenn ich ganz normal reingehe. Machen diese Leute nur Unsinn oder übersehe ich vielleicht etwas? Ich glaube, ich habe mein Taschenmesser verloren. Match? Oh, diese verfluchte Alte. Ich weiß erst, ob Daud in den Albaka-Bädern ist, wenn ich es selbst überprüft habe. Das ist meine letzte Spur. Ja, ich hatte vorhin einen kurzen Frosch im Hals. Ah, das Zeichen des Outsiders, das gute Alte. Seit ich ihn kenne, hatte Daud das Zeichen des Outsiders auf seiner Hand. Ich habe in jedem bandenverseuchten Drecksviertel danach gefragt. Aber ohne Erfolg. Und hier haben wir noch weitere Informationen. Eine Antwort von Isabel. Megan, du musst ziemlich verzweifelt sein, wenn du mir deswegen schreibst. Ja, ich habe ihn gesehen. Er wollte vor ein paar Monaten ein Treffen, um etwas von diesem merkwürdigen Sprengstoff zu kaufen, der vom Wagen gefallen ist. Ich wartete auf ihn, aber er tauchte nicht auf. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Seitdem habe ich weder von ihm gehört noch ihn gesehen. Da habe ich ganz schön an der Patsche gesteckt. Isabel. PS, du warst ja so nett, es nicht zu erwähnen, aber ich habe nicht vergessen, dass ich dir nach dem, was letztes Mal passiert ist, noch eine Kiste Feigenwein schulde. Glaub mir, noch 2 Monate, ich besorg sie dir, das schwöre ich. Karnaka ist voller Geheimnisse. Hinweise, wo Daud steckt, habe ich nur, weil er sie mich finden lässt. Meinst du? Antwort von Kitterick. Liebste Megan, was für eine faszinierende Nachricht. Um wen handelt es sich denn? Einen lieben alten Liebhaber? Verzeih mir, aber er scheint nicht ganz dein Typ zu sein. Aber wenn es dein unbedingt sein muss, ich habe vor ein paar Monaten das Gerücht gehört, dass ein Mann, auf den die Beschreibung passt, bei diesen bizarren Augenlosen gesehen wurde. Diese Information habe ich für den Fall abgelegt, dass sie mal wichtig werden würde. Du Glückspilz. Wann kommst du wieder zurück? Hoffentlich bald. Wir vermissen dich. Wir haben dich auch extra für diesen, wir haben auch extra für dich diesen Tabak gelagert, den du so magst. In Liebe, Evie Kitterick. Und Antwort von T.
Billy oder Megan oder welchen Namen du mittlerweile auch benutzt. Ich weiß es nicht mehr. Als du noch Megan warst, war es einfach so zu tun, als würden wir uns nicht kennen. Wir waren übereingekommen, unser beider neuer Leben zu respektieren und keine bösen Erinnerungen auszugraben. Also, was machst du so? Ja, ich habe ihn gesehen. Vor 2 Jahren, hier in Kanaka. Er hat sich sogar nach dir erkundigt. Ich sagte, ich hätte dich seit der Nacht im überschwemmten Bezirk nicht gesehen. Du ahnst sicher, warum ich gelogen habe. Er hat nie mit dem Töten aufgehört. Er hegt immer noch denselben Groll. Ich hoffe nur nicht gegen dich. T. Okay, soviel zu Daud. Das sind also unsere Hinweise zu Daud. Naja, gucken wir mal, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Das Messer von Dunwall. Ich glaube, das haben wir tatsächlich aber im... Also, das haben wir jetzt in Dishonored 1 gelesen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir es im Dishonored 1... Ich weiß nicht, ob wir es im Dishonored 1 DLC gelesen haben, aber wir haben es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal in Dishonored 2 gelesen. Ganz ehrlich, das brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal, oder? Steht da was Neues drin? Ist das, ich glaube, es ist wieder der Mord, oder? Auszug aus einem Groschen, weil da Kapitel 3 steht, wundere ich mich gerade. Ach komm, was soll's. Daud starrte auf die Klinge. Der Plan war perfekt aufgegangen, sogar besser als erhofft. Genau genommen war die ganze Sache viel zu einfach gewesen, aber jetzt war es vorbei. Er fühlte sich leer und es gab nichts auf der Welt, das ihn wieder erfüllen konnte. Er wusste es mit einer Sicherheit, die ihm Angst machte. Billy rief aus dem Nebenzimmer rüber: »Boss!« »Lass mich«, dann schob er die Tür zu, noch bevor sie etwas erwidern konnte. Er vertraute ihr mehr als jedem sonst, doch es war ihm nicht nach Reden zumute. Während er das Blut von der Klinge wischte, betrachtete er die Flecken, die es auf dem Stoff hinterließ. Es war königliches Blut, doch es sah genauso aus wie immer. Sollte durch die Adern der Hohen und Mächtigen nicht etwas anderes fließen? Etwas Besseres? Daud fühlte sich müde, kein Blut der Welt konnte das ändern. Er trank grundsätzlich nicht und das Liebesspiel hatte ihn noch nie interessiert. Er fühlte sich auf eine Art und Weise erschöpft, von der er sich nicht so leicht erholen würde. Und da war noch etwas anderes. Was war das für ein Gefühl? Er hatte Jessamine Caldwin in die Augen geblickt, als sie starb, und in diesem Moment kam ihm ein Gedanke. Er hatte einen Fehler begangen, er war in die Irre geleitet worden, doch solche Gedanken waren sinnlos. Sie war tot, ob es ihm leid tat oder nicht, aber er hatte in ihren Augen sein wahres Gesicht gesehen, sein wahres Ich. Keinen berüchtigten Attentäter, keinen großen Einflussnehmer auf den Lauf der Geschichte, nur einen weiteren Spielstein in einem unbekannten Spiel. Ja, ich glaube, das haben wir schon gelesen, das mit dem Blut kam mir schon sehr bekannt vor. Unvollendeter Brief an die Kaiserin. Eure kaiserliche Majestät, vielen Dank für das Geschenk, obwohl ihre Großzügigkeit... An Kaiserin Emily Caldwin, ich will ihr Geld nicht. Lady Emily, ich kann ihr Geld nach dem, was ich getan habe, nicht annehmen. Ich versuche, einen Weg zu finden, Frieden zu schließen. Verehrte Emily, ich wünsche... Erledigen, Weste flicken, Luke verriegeln, Munition, Whisky. Whisky ist wichtig. Okay. Sonst noch was auf diesem verfluchten Schiff hier? Da müssen wir scheinbar rüber zum Wagen. Ganz schön viel einfach hier schon an Infos. Ach, guck mal, sie haben endlich die Luke zugemacht. Weißt du, nachdem Sokolov da entführt wurde, war das sicher eine gute Idee, das Ding endlich mal zuzumachen, damit nicht wieder mal jemand einfach so eindringen kann. Das ist vielleicht gar nicht so dumm, ne? Wo sind wir denn eigentlich? Sehe ich, in welchem Ort von Kanaka wir sind? Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob wir in dem Ort mit Emily waren. So, aber ich glaube, ansonsten... kommen wir hier gerade nirgends rein. Türen sind alle verschlossen hier. Na gut, dann würde ich sagen, auf zum Wagen, ne? Und dann mal ab. Der Bahnhof ist schon lange ungenutzt. Das Schiff war schwer zu verstecken. Aber bisher ist es sicher. Ah, guck mal. Was gibt's Neues, meine haarigen Freunde? Hier können wir jetzt den Ratten zuhören. Das ist halt die Fähigkeit unseres Herzens. Okay, da war kurz ein kleines Problem mit dem Ton. Ich frage mich, ob sie über die Lumpengräfin reden oder über die Deidra oder wie auch immer. Ich krieg den Deidra, ich krieg den Namen nicht richtig ausgesprochen. So, los geht's. Ab rüber zu den Albaka-Bädern. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Na schön,
Die alten Albarka-Bäder sind nicht weit weg. Eintritt verboten. So, so. Hier haben wir einen toten Wolfshund und Fidelias Tagebuch. Zweite der Erde. Ich habe die alten Beschwörungen über die Zähne und Ketten nochmal ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Vorher hat es immer funktioniert. Ist die Magie wirklich fort? Eine meiner Schwestern hat mir von einer Bande erzählt. Sie meinte, dort täten sie Dinge der Art, wie wir sie gemeinsam getan hätten. Ich weiß nicht, wohin ich sonst gehen soll. 27. der Erde. Die Augenlosen mögen zufrieden sein mit geschnitztem Knochen und Rattenschnaps, aber ich bin es nicht. Ich habe mit meinen Schwestern vom dunklen Wasser des Nichts gekostet. Ich weiß, wie es sich anfühlt, die Dinge, die man hasst, in Asche zu verwandeln und bunte Blumen aus der Glut wachsen zu sehen. Diese Leute haben keine Ahnung von wahrer Magie. 7. der Netze. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Wenn ich mir einen der streunenden Hunde von der Straße schnappen und geschnitzten Walknochen stehlen kann, erhalte ich vielleicht einen Hauch meiner Kraft zurück. Ich weiß, welche Worte ich sprechen muss. Ich hoffe nur, dass der Outsider zuhört. 10. der Netze. Früher habe ich tote Hunde aus der Erde geholt, damit diese durch die Schatten schleichen und meine Feinde in Stücke reißen. Und jetzt? Jetzt sah ich zu, wie das Leben aus einer dieser elenden Kreaturen wich. Ihr Herz erbebte und hörte auf zu schlagen, doch ich fühlte nichts außer Mitleid. Sie ist fort. Das muss dann eine von den Hexen sein, die ja bei den... Ist nicht ganz wie früher, aber fühlt sich gut an. Die ja bei den Augenlosen... Die gesehen hat. ...sein soll. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben einmal den Stromschuss für die Betäubung und einmal den Voltaikschuss. Man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, keinen richtigen Chaosfaktor mehr. Es wird am Ende schon noch gezeigt, ob man, wie viele man umgebracht hat, aber es gibt nicht diesen richtigen Chaosfaktor mehr. Ich werde trotzdem versuchen, so normale Wachen vielleicht nach Möglichkeit, nicht zu töten, weil Billy hat ja Daud damals auch, oder wollte Daud ja damals auch verlassen, weil sie dachte, dass er seinen Weg verloren hat, weil er einfach die Kaiserin getötet hat. Ich werde aber durchaus auch mal mir die Möglichkeit nehmen, vielleicht Leute zu töten, von denen ich denke, dass sie es verdient haben. So, okay. Dich lassen wir einfach mal liegen. Sonst noch eine Wache hier? Hier ist zu viel Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Da kann ich unten durchschleichen, aber ich kann sicher auch hier oben lang, ja. Sehr schön. Das sind einfach nur Werbung für die Kularot-Zigaretten. Wir sollen rausfinden, was die Augenlosen in den Albarka treiben. Ich weiß schon, was sie treiben. Da stinkt's nach schwarzer Magie. Hast du nicht gesehen, wer da ein- und ausgeht? Geno, und die verfluchen dich mit Eiterpusteln, wenn du Glück hast. Ach, du und dein Aberglauben. Glaub doch nicht diesen Hokuspokus. Ist eine Bande. Du kriegst eher ein Messer in den Rücken als einen Fluch ab. Na, wenn du meinst, lass uns trotzdem auf Verstärkung warten. Okay. Die wollen scheinbar den Bezirk überfallen. Also, Bezirk sage ich schon, die Bäder überfallen. Und dann mit Verstärkung kommen. Okay. So, jetzt wäre vielleicht die Idee, diesen Voltaikschuss mal... Wo ist denn der jetzt? Ach, da ist der Voltaikschuss. Was habt ihr denn zu erzählen? Weiches Fleisch liegt in der Straße. Okay, nein, danke. Nein, das brauche ich nicht hören. Oh, ein Knochenartefakt in der Nähe. So, wo ist denn der zweite Typ jetzt? Da. Zack. Das wäre Nummer 1. Und jetzt holen wir uns Nummer 2. Letztes Mal habe ich es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Schrank abgesperrt und dann einen Hexenfisch in der Jacke. So, wie gesagt, die Wachen, denke ich. Aber bei den Augenlosen müssen wir mal gucken. Vielleicht wollen wir da ein bisschen mehr machen. Wobei wir ja noch nicht wissen, wer mit denen zusammenarbeitet. So, da oben geht es auf jeden Fall rein. Ob Daud mit denen zusammenarbeitet halt vor allem. Da oben geht es ins Haus. Hier soll ja irgendwo ein Knochenartefakt sein. Das Problem ist, wir haben nicht mehr das Herz, um genau zu sehen, wo die Knochenartefakte sind. Das heißt, wir müssen ein bisschen ahnen, wo die sein könnten. So blöd das klingt. Aber hier soll eins in der Nähe sein. Ah, wir sind in neutralem Gebiet jetzt. Interessant. Mhm. Was haben wir denn hier? Champion Challenge. Vielleicht nur ein Aufhänger, aber wenn sie wirklich Magie nutzen, muss ich es mir ansehen. Ach, guck mal, man kann ein Knochenartefakt mit
mit mächtigem Effektgewinn und der The Black Magic Brute, der schwarze Magier, der schwarze brutale Magier hat bisher 73 Mal gewonnen. Alles klar, Knochenartefakt. Akrobat. So, Knochenartefakte können wir benutzen, Klettergeschwindigkeit, ach, warum nicht? Wir werden reich. Auszug aus einem Tagebuch. Wir sind erst einen Monat hier und ich scheffel schon richtig Geld. Ein Traum hat sich erfüllt. Klar, den Unterdrücker laufen zu lassen hat seinen Preis, aber den habe ich schon 10-mal wieder reingeholt. Jeder will sich im Kampf gegen den Magier versuchen. Die ganzen neuen Leute, die herkommen und gehört haben, dass wir ein bisschen Magie beherrschen, glauben, sie könnten den Rekord des Magiers brechen. Ha, dafür werden sie mit Münzen und Zehen bezahlen. Lieber die als ich. Ich könnte die Person, die uns hierher zu diesem umwerfenden Mistkerl geführt hat, von oben bis unten abknutschen. Okay. Also das muss dieser Magier da sein. Und wahrscheinlich, man kann, wenn man ihn besiegt... Nee, wenn man mehr Siege einfährt als er, so wie ich das verstehe, kann man das Knochenartefakt gewinnen. Pay what you owe. Aber das scheint momentan noch keiner so richtig zu schaffen. Och, der ist ja putzig, ey. Das hier ist weniger putzig. Das sieht hier nicht ganz so geil aus. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Safe. Ist die Frage, ob wir hier die Kombination schon finden. Voltaikschuss, sehr schön. Das ist zwar der tödliche, aber wie gesagt, den können wir ja auch ab und an mal benutzen. Oh, noch ein bisschen Geld. Und da hängt sogar ein Schlüssel, Wohnungsschlüssel. Kann man hier raus erlesen? 173 wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das die Kombination für den Safe ist. Gucken wir mal, ich glaube, kann natürlich auch sein, dass wir die erst woanders finden, weil die Wohnung wird ja jemandem gehören. Guck mal, das ist doch so eine alte Hexe, oder? Die sieht doch aus wie so eine Brickmore-Hexe. Könnte aber auch einfach eine von den Augenlosen sein. Also ich meine, es wurde ja geschrieben, wir sind jetzt in neutralem Gebiet. Ein bisschen auf Nummer sicher gehen würde ich aber gerne trotzdem noch. Ach, guck mal. Was liegt denn hier? Achso, nochmal ein Wohnungsschlüssel. Gut, davon hatte ich jetzt schon einen. Also es wurde ja geschrieben, wir sind in neutralem Gebiet. Deswegen dürften wir uns ja eigentlich bewegen, oder? Nee, diesmal nicht. Jo. Tatsächlich, das ist ja schön. Da auch. Ruiniert die Gegend. Und wie? Man fühlt sich... Hey! Was denn? Beleben, den Saft durch die Adern pumpen, den Kopf klar machen zum Kämpfen. Soll ich mir eins holen? Nein, nein, nein! Wirf kein Geld für Duffs Wahlknochen, Schnickschnack raus! Bringt mir Scheiß! Du willst Belebung? Nimm scharlachrote Nachtschattensalbe. Die schmierst du dir vor dem Kampf auf die Brust. Wirst sehen. Scharlachroter Nachtschatten? Hab mal schwarzes Nachtschatten-Elixier. Schläge. Hab 2 Wochen lang vom Hals abwärts nichts mehr gespürt. Taub wie ein toter Fisch. Konnte ohne Gretchens Hilfe weder gehen, stehen noch pissen. Dann lieber Duffys Knochenartefakte. Mach, was du willst. Aber wenn du im Ring wie ein Ferkel abgeschlachtet wirst, wirst du dir ganz sicher wünschen, meine Salbe genommen zu haben. Okay, was das manchmal mit den Tonaussetzern ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie sind früh dran, noch nicht viel zu sehen. Da kann ich leider gerade nichts machen. Die Blutfliegen sind dieses Jahr widerlich. Was hat er denn da? Machen einen ganz verrückt. Was kommt als nächstes? Roher Wahlknochen hat er dabei. Aha, interessant. Nehmen wir mal mit. Okay, ich will bloß noch ganz kurz gucken, ob es hier drüben noch irgendwas Interessantes gibt, aber sieht nicht so aus. Das Herz scheint auch nicht auszuschlagen, dass es hier ein Knochenartefakt gäbe. Na, dann würde ich sagen, rein hier. Tag auch. Ich bin noch nicht betrunken genug für ein Gespräch. Sehr schön. Okay, das hier sind also die Albaka-Bäder. Da ist die Champion-Challenge. Na, ich bin sehr gespannt. Kenne ich sie? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Alter. Hier ist ein bisschen Blut, würde ich sagen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Konos Sternentabelle und Knochenartefakte in der Nähe. Beim Outsider. Daud! Da ist er ja. Ihn kämpfen? Ich muss ihn da rausholen. Schaut nicht so hart aus. Okay. Schau dich an. Wie ein Hund in der Grube. Hoffst auf den Knochenartefakt von deinem Herrchen, ha? Die lassen ihn hier kämpfen. Also, beziehungsweise... Sie halten ihn ja scheinbar gefangen. Kraftunterdrückung für den Magier. Nicht berühren. Ich weiß nicht, wie dieses Ding funktioniert, aber dadurch bleibt der Magier unter Kontrolle und auf dem Kampfplatz. Ihr könnt gerne euren Spaß haben, aber seid vorsichtig. Wenn ich auf meine Kosten gekommen bin, werden unser Anführer
werden unsere Anführer einen Blick auf ihn werfen wollen. Wir hatten Glück, so ein brutales Vieh für ihre Studien zu finden. Ich habe gesehen, wie er kämpft. Wenn er ausbricht, tötet er uns alle. Also nicht die Maschine, nicht die Maschine abschalten. Janet Lee. Dieses Ding unterdrückt wahrscheinlich Dauds Kräfte. Wenn ich es abschalte, kann ihn nichts aufhalten. Okay, dafür brauchen wir aber scheinbar einen Schlüssel. Wer auch immer hier das Sagen hat, muss den Schlüssel haben. Frage ist, ah, guck mal, da ist sogar ein Bild vom Outsider. Okay. Du wirst nicht gewinnen. Der Schwarzmann. Ansonsten, guck mal, der hat was dabei. Das wollte ich haben. Thomas. Thomas, du weißt nicht, was mit diesem schwarzen, in was du mit dieser schwarzen Magie da reingerätst. Sie locken dich mit harmlosen Dingen wie Artefakten für Seemänner an. Aber denk nur an die schrecklichen Dinge, die du für die Augenlosen tun musst, wenn du zu viel Angst hast zu verschwinden. Genau das will der Outsider. Du wusstest gar nicht, dass ich einen Bruder hatte, oder? Als wir klein waren, hat eine alte Frau beim Anleger gelebt. Mama sagte, dass wir die Beine in die Hand nehmen sollten, wenn die Frau uns auch nur ansieht. Aber wir hörten nicht auf sie. Sie war hässlich wie ein Hexenfisch, aber sie erzählte uns spannende Geschichten und sagte, ihr schwarzäugiger Freund würde vorbeikommen, wenn wir leise wären. Dann verschwand auf einmal mein Bruder. Wir suchten überall, fanden aber keine Spur von ihm. In dieser Nacht bin ich zu der alten Frau gegangen, zu dieser Hexe, und in ihrem Topf rührte sie mit ganzer Kraft etwas furchtbar Riechendes um. Ich fragte sie, ob sie ihn gesehen hätte. Dann lachte sie, sagte ja und zeigte ihn mir. Sie hatte meinen Bruder in Stücke geschnitten. Zu sehen waren nur Knochen, rotes Fleisch und der kleine Schal, den er immer getragen hatte. Wäre ich nicht zu den Aufsehern gelaufen, hätte sie auch mich zermahlen. Verschwinde aus diesem Kult, solange du noch kannst, bevor du einen Sohn oder eine Tochter ausweidest, um den Outsider auf dich aufmerksam zu machen. Adela. Eine kurzen Geraden. Natürlich, sag ich dir. Das klappt immer. Eieiei. Die hat auch noch was. Ach, guck mal, die merken, wenn ihnen was geklaut wird, hä? Interessant zu wissen. Ja, ja, kannst mal gehen. Die hat nämlich, glaube ich, auch noch so ein Ding, so wie ich das sehe. Ich habe mich umgesehen und herausgefunden, dass diese große Knochenartefaktbelohnung oben in einer Werkstatt versteckt ist. Wie du sie stiehlst, ist dein Problem, aber hör auf meinen Rat. Wenn du mit dem Magier nicht ohne ein mächtiges Knochenartefakt klarkommst, solltest du dich lieber nicht mit Janet Lee und ihren Schlägern anlegen. Okay, da oben ist also irgendwo ein Knochenartefakt. Und da ist auch Janet Lee. Hier darf ich nicht rein. Restricted Area, okay. Da soll das Knochenartefakt für den Sieg. Der hat auch noch was, ey. Das ist echt eine Goldgrube. Wette auf den Sieg des Magiers. Oh, guck mal hier. Hallo. Wette auf den Sieg des Magiers. Albaka wetten. Kämpfer, Schwarzmagier. Zeitkampf, 22 Uhr, Kampf 8. Einsatz, 7 Münzen auf Sieg mit Tötung. Für alle Wetten gelten die Hausregeln. Den hatten wir ja gerade, genau. Wette auf den Sieg des Magiers. 20.30 Uhr, Kampf 5. 10 Münzen auf Sieg ohne Tötung. Für alle Wetten, bla bla bla. Und ein leerer Wettschein, okay. Dort hat auch nie verloren. Schmeckt das? Kann ich mit dem Buchmacher reden? Riecht nur ziemlich streng. Kann ich auch wetten eigentlich, wenn wir schon mal hier sind? Ein Hauch. Und du kotzt dir die Eingeweide raus. Ja. So. Dann bleibe ich lieber beim Whisky. Whisky ist mir zu billig. Jeder Penner kann sich eine Flasche. Robbie, ich habe das Wettgeld in den Tresor gelegt und deinen Wohnungsschlüssel im Eimer neben der Tür versteckt, wie du es mir gesagt hast. Oh, du kannst loslegen und du schuldest mir 2 Ratten in Flaschen dafür, dass ich dir diesmal geholfen habe. Ilura, PS, wenn du die Kombination wieder vergisst, zähl die Bücher über deinem Schreibtisch durch. Vielleicht findest du dann ja dein Gedächtnis wieder. Ah, sehr gut. Information. Wer hat sogar Bele halten? Rattengeist braucht Mumm. Feiglingen fährt er durch Mark und Bein, aber bleibst du standhaft? Okay, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Die ist blockiert. Wir müssen mal schauen. Springmine, das ist doch schon mal gut. Wir kriegen hier auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir vielleicht ganz gut gebrauchen können. Hier ist eine Spritze. Ein bisschen Geld nehme ich auch. Für das Glück. Ach Gott, hier gibt's viel zu lesen, ey. Gehe mit umgedrehten Kniehosen 3-mal um den Platz. Wer deine Hand schüttelt, erhält dein Pech. Drehe dich bei Mitternacht nach Süden und iss eine Dose Hexenfisch, wenn du 3-mal Ich kannte eine Dame singst. Stelle eine Tee-Tasse auf deine Stirn, während du das erste Mal am Tag pinkelst. Wenn sie nicht herunterfällt und zerbricht, kommt das Glück. Iss eine verfaulte thyvianische Birne, aber behalte den Kern in deiner Tasche, um den ganzen Tag Glück zu haben. Wenn eine weiße Katze dich anfaucht, hüpfe auf einem Bein am gesamten Kai entlang, ohne hinzufallen, und spucke
sinke dann ins Meer, um deinen Unglückszauber zu vertreiben. Wünsch dir etwas, trage eine Woche lang einen in Ruhm getränkten Schal um den Hals. Wenn dich niemand darauf anspricht, trink den restlichen Rum und dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Alles klar. Gesundheitselixier. Darauf. Ich kenne dich nicht, also bleib lieber unten, wenn du keinen Ärger willst. Aber wenn du meinst... Okay, und hier sind einfach nur Duschen. Okay, interessant. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Wenn ich tanze, drehe ich mich so viel ich will. Das ist allein meine Sache. Und ich würde sagen, wie wir versuchen, nach oben zu kommen und dann den guten Daud zu retten, das seht ihr aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Dishonored 2, dem Tod des Outsiders. Bis dahin. Ciao.